Hallo zusammen, heute ist der 1. Januar 2023, ein neues Jahr fängt an. Aber schauen wir mal zurück ins Jahr 2022. Ich wollte mich ja im Frühling in Rente gehen, Ziel fast geschafft. Ich nehme kein Telefon mehr ab, ich beantworte keine E-Mails mehr und wenn ein Zettel auf dem Tisch liegt, ja, dann lasse ich den mal ein paar Tage liegen. Meistens hat sich's dann erledigt. Ich habe ja gute Leute hier, das funktioniert. In der Regel werden auch Mails beantwortet. Ich beantworte hier im Kanal die Kommentare. Was kam Neues dazu, außer Kühlboxen? Das war die ganze Stromversorgung. Dieser Katalog hier, der 2023, den verlinke ich euch natürlich unten drin, wo wir die Solarpanels haben, den Einspeiseinverter, Batterien, die wir aber schon länger haben im Sortiment. Wir kriegen nächstes Jahr eine ganze Serie Kühlschränke aus China zu relativ interessanten Preisen. Ja, und sonst geht's weiter. Thema ist Kältemittelumstellung, mit Behörden rumschlagen, die irgendwie oder was wollen. Da mache ich vielleicht wieder mal ein Video, ausnahmsweise. Ich habe gestern ein Video gemacht über unsere drei Balkonkraftwerke. Die sind jetzt am Netz. Wir sehen, was sie bringen im Januar. Wir sehen, was sie bringen das ganze Jahr durch, da werde ich sicher mal irgendwas bringen zwischendrin. Ja, privat geht es mir gut. Ich habe jetzt zwei neue Knie, immer noch ein bisschen Schmerzen, aber das letzte ist jetzt aus dem August. Vor allem mit Langstehen habe ich immer noch Mühe, aber ich hoffe, das kommt schon noch mit den Wochen oder Jahren oder Monaten. Wir haben jetzt noch ein bisschen Urlaub bis 6. Januar. Ab 8. Januar, nee, ich sage 9. Januar, sind wir dann wieder volle Besetzung da. Eine Frau, die bei uns arbeitet, Fulltime, die Produktion unter sich hat, die ist schwanger. Die will uns verlassen. Da suchen wir in die Produktion einen neuen Mitarbeiter. Oder sogar zwei, also momentan einen. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir Mail. Kontaktdaten findet unten drin. Sonst ändert sich bei der Firma Wemo an sich nicht viel. Wir machen das, was wir können. Unsere Lager werden bis Frühling voll sein. Das heißt, das, was jetzt noch fehlt für den Sommer, ist an sich unterwegs. Also wir werden auch dieses Jahr relativ gut lieferbar sein, weil wir halt die Lager relativ stark füllen. Also wir haben schon eine extreme Kapitalbindung im Lagerbereich. Wir haben das Lager ja im Gegensatz zu 2020 verdoppelt, angefangen beim Volumen und auch beim Wert. Versicherung mussten wir anpassen und so weiter. Aber durch das, da sind wir lieferfähig. Ab März sollte eigentlich das ganze Programm wieder am Lager sein. Weil wir haben Probleme, dass wir immer noch teilweise 6 bis über ein Jahr warten müssen auf Komponenten. Wir brauchen mehr Platz in der Ausstellung. Wir werden das jetzt komplett alle 220 Volt Geräte, also zum Beispiel Minibaren, die wir im Sortiment haben, auslagern. Wenn ihr Interesse habt an einer Minibar, also einem Absorberkühlschrank, Hotelzimmerkühlschrank, der absolut lautlos ist, fürs Zimmer oder sonst irgendwo, meldet euch. Wir haben noch ein paar so Exoten, die wir nicht im Programm haben. Gibt auch eine Programmbereinigung. Bei den Standard-Minibaren, da sind wir komplett lieferbar, weil wir haben gerade wieder einen Container voll gekriegt. Auch
bei Facebook Marktplatz findet ihr teilweise diese Geräte, die haben teilweise einen Transportschaden oder eben Auslaufmodelle zu vernünftigen Preisen. Dann ist das Thema in Deutschland Solarprodukte, Solaranlagen sind mehrwertsteuerbefreit. Wir haben noch keine amtliche Aussage, das mit dem Marktstammdatenregister hat sich wahrscheinlich erledigt. Es ist jetzt alles bis 30 Kilowatt Anlagen ohne Mehrwertsteuer. Also wenn ihr so eine Batterie habt im Wohnmobil und ihr habt eine Solarzelle obendrauf, ja, muss ich da jetzt Mehrwertsteuer zahlen drauf oder nicht? Wir haben auch vom Gewerbeaufsichtsamt keine konkrete Aussage, was da ist. Ein Solarkühlschrank im Schrebergarten, ja, gibt es jetzt da 19% weniger? Oder eben die 19%, das ist nicht ganz 19%. Wie läuft das? Aber ich denke, da werden wir bis Ende Monat dann auch Steuerberater, der konnte mir auch keine Antwort vernünftig geben. Wir werden ja wahrscheinlich die zweite Woche wieder eine Lieferung machen nach Deutschland mit Solarkühlschränken, mit Solarbatterien, mit alles Solar. Auch eine Kühlbox ins Boot kann ich ja am Solar anhängen. Wenn ich so ein kleines Schnapp-Schnapp-Panel habe, das 5 Watt bringt, habe ich eine Solaranlage. Es reicht zwar nicht ganz, aber die Kühlbox und der Bootskühlschrank und der Wohnwagenkühlschrank, ist dann das wirklich jetzt Solar oder nicht? Keine Ahnung. Wenn wir die erste Lieferung machen, ich weiß auch nicht, müssen wir die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen in Deutschland, wenn wir von der Schweiz nach EU liefern? Da kam mir momentan keiner. Wir haben die Fragen gestellt, es kam keine Antwort, die waren wahrscheinlich schon wieder mal im Urlaub. Sobald ich mehr weiß über das Mehrwertsteuer-Desaster, sage ich dem fast, weil es ein Wahnsinn, dann melde ich mich natürlich, ich werde da wieder ein Video bringen drüber, was denn effektiv, was wir von den Behörden jetzt geschrieben kriegen, wenn sie dann mal schreiben, aber das geht teilweise auch sehr lange. Also Lieferfristen bei Kunden ist ein Problem, aber mit Behörden ist nicht viel besser. Also wir haben eine Anfrage laufen seit Anfang Jahr, wie man einen gekühlten Briefkasten oder Paketkasten zertifizieren muss mit der Energieklassifizierung. Keine Antwort. Ist bei Ihnen kein Thema. Die EU oder die EU-Kommission für den Bereich gibt keine Antwort. Ja, das ist alles, was eigentlich ist dieses Jahr oder nächstes Jahr. Mehr kommt. Ich mache immer wieder ein Video. Vielleicht nicht mehr so streng wie letztes Jahr. Würde mich freuen, wenn mir ein Abo gibt. Mein Ziel war 3000 Abonnementen. 3000 mehr im ganzen Jahr 2020. Mal schauen, was da kommt in den nächsten, bis nächstes Jahr. Und so wünsche ich euch ein gutes neues Jahr. Bleibt mir gesund und zufrieden und bleibt ruhig mit euren Mitgenossen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.